Kultursommer mit der Operette Der Seekadett. Die Musik stammt von Richard Genet, der Text kommt aus der Feder von Friedrich Zell. Beide sind vor 100 Jahren gestorben und waren sehr eng mit Wien und Niederösterreich verbunden. Der Seekadett feiert heute Abend im Schlosstheater Laxenburg Premiere. Im Schlosstheater Laxenburg bleibt man der bisherigen Linie treu. Fast vergessene oder unbekannte Opern oder Operetten werden hier im Sommer aufgeführt, unter der musikalischen Leitung von Leopold Grossmann. Vorher begibt man sich auf die Suche nach verborgenen musikalischen Schätzen. Archive stöbern, suchen. In der Zwischenzeit kennt man mich in Bibliotheken schon und gräbt für mich aus. Beim Seekadett habe ich meinen ersten Schock gehabt, als ich das Textbuch bekam. Das war eine Handschrift aus dem vergangenen Jahrhundert in Kurrent und ich konnte es überhaupt nicht lesen. Da war ich schon mal sehr unglücklich. Musste ich erst jemanden finden, der es mir in jetzige Schrift abgeschrieben hat. Der Komponist Richard Genet ist heute viel mehr bekannt als Textdichter. Für viele bekannte Operetten hat er die Libretti geschrieben. Erfolgreich war er aber auch mit einigen Kompositionen. Die aber auch bei uns fast vergessen sind. Dabei ist Richard Genet eng verbunden mit Österreich. So arbeitete er am Theater an der Wien, lebte in Pressbaum und ist in Baden gestorben. Schauplatz der Handlung ist der königliche Hof in Portugal. Der Seekadett ist eine Hosenrolle. Das heißt, im Mittelpunkt der Operette steht der Rollentausch einer jungen Dame, die in die Rolle eines Seekadetten schlüpfen muss, und als Mann hat sie manches Duell zu schlagen. Dazu bunt gemischt Beziehungen und Krisen, Liebe und Eifersucht sowie einige Missverständnisse, bis sich alles in Wohlgefallen.
Was wir sagen, oh, der neue Gouverneur, trink ein, trink ein.
portugiesischen Flotte. Dann muss mein Admiral Schmidt glücklich sein. Ja. Und das Admiralsflagge empfehle ich deiner Flottenexzellenz einen Unter. Oh, 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 oh. Keine schlechte Bitte, Herr. Mein Hauptmann ist Unterherr. Zugegeben, vor kaum einem Jahr hatten die portugiesischen Dienste. Zwei Monate später wart ihr Oberst. Der Unterrohr, oder das Graf von Portugal. Der Unterrohr. Ja, Ritter du Christusbräu. Ja, wieder. Der Unterrohr. Konteradmiral, ein Reiteroffizier. Dafür will ich mit der neuen Verlust Portweinrechnung. Sondern minder. Ihr sprecht dem Wein nicht zu. Danke. Ich will nüchtern bleiben. Rea, seine Exzellenz braucht klare Augen. Bitte keine Anspielung auf meine Kurzsichtigkeit. Sie ist Familienüberlegung. Noch jeder Burgos de Vargas war kurzsichtig. Wozu meine der Herr Kapitän bräuchte ich klare Augen? Um die Frau Liebste zu bewachen. Dona Antonia, verspricht ein Portwein aus euch. Es ist ein arithmetischer Unsinn, wenn ein Ehemann seine bessere Hälfte ganz besitzen will. Pfui, Norberto, jetzt redet damit einer Dame zu nahe, wenn der Stadt, Euer Exzellenz, dass ich meine Gemahlin selbst verteidige. Selbst der Blatterko ist da eifersüchtig. Auch eine Familienüberlieferung der Burgos. Ich kann mit Stolz auf meine Ahnen weisen, da ich nicht wie so manche andere von ahnenlosem Adel bin. Aber die Obersthofmeisterei ruft mich. Euer Exzellenz! Euer Exzellenz! Was gibt es, Rodriguez? Hier ein wichtiger Brief. Liebe Schrift, wer gab mir diesen Brief? An der reizende Dame, die am Gartentor erwartet. Lauf rasch hinab, sage ich, sei krank, verreist oder tot, nur trachten Sie fort. Aber Sie zu mir vor, spazierst du auf die Galerie. Fort hinaus. Eine Botschaft an Don Lamberto kann nur ein freudiges Ereignis melden. Wir gratulieren. Wir gratulieren. Danke, Freunde. In der Tat eine unerwartete Botschaft. Doch erfordert sie, dass wir gehen. Zumindest, dass ich allein bleibe. Nun, Freunde, lasst uns gehen. Schade, es ist doch so viel weiter. Lebe Dom Lamberto und sein Glücksstern! Ho! 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 Frau Schett, wie liegt davon? Frau Schett, die kleine Pariser Soubrette, meine Geliebte aus der Zeit, als ich noch Leutnant beim Regiment der Picardie war. Hier? Das Donnerwetter, schlage diese Jugend, diese Leib. Sie muss doch heute fort. Ich kenne Maria Franziska, meine erhabene Königin, meine Gemahlin. Mir, dem armen Glückssoldaten, heimlich angetraut. Wobei ihr das eifersüchtige Weib anfängt, hört die Königin auf. Wie leise ist die Spur vom begründeten Verdacht und ich bin verloren. Das darf nicht sein. Ich liebe Maria aufrichtig, habe mit der Vergangenheit längst gebrochen. Frau Chef fortzuschaffen, muss der Polizeimeister von Lissabon übernehmen. Oder soll ich Donna Antonia? Marins und meine Vertraute zu Hilfe rufen. Die Gemahlin des Obersthofmeisters, dieses kurzsichtigen Mannes, den die Eifersucht auf mich und alle Welt völlig blind macht. Nein, der Polizeimeister ist er. Schnell, noch ehe Maria kommt. Ich bin Maria, ich bin bei dir, auf deiner Welt.
schreiben. Und vertreibt ihr die Zeit mit Schreiben? Sag mal hin. Wozu? Ein einfacher Dienstbrief. Danke, Donna Sonja. Wollen Sie im geheimen Gange lassen? Ich sage nicht lange hier. Ein langweiliger Ministerrat zieht mich ab. Doch werde ich heute Abend mit meinem Gemahl zupieren. Veranlassen Sie das weitere. Zu Befehl, Euer Majestät. Ich muss Sie dringend sprechen. Wer ist das Ministerrat? Ein delikater Auftrag in intimer Natur. Und die Überschrift: Werter Freund und Meister. Die Königin wünscht zu wissen, worin dieser Auftrag besteht. Ja, er besteht. Nun also, dieser Auftrag, dieser Meister. Ja, ist ein Schneidermeister. In dem der Gemahl einer Königin Werter Freund nennt. Ja, ein Pariser Schneidermeister, bei dem ich als armer Leutnant wohnte. So, und der delikate Auftrag? Er betrifft, darum ich zwingst es zu gestehen, die neuen Uniformen der Marinekadetten. Uniformen? Allerdings. Ein delikater Gegenstand. Einem früher ausgesprochenen Wunsch eurer Majestät zufolge, wollte ich die Kadetten neu uniformieren, dich überraschen. Meister Amigo hat auch schon eine Probe anzutrat meiner Zeichnung. Vergib mir, Lombard. Ich liebe dich ja so unsäglich. Aus Staatsgründen meinen Greif angetroffen, bald verwickelt. Hier bin ich erst, hätte ich dich fangen. Heiliges Wein. Dass sie unser Glück bald laut verkünden, öffentlich zur Schau tragen würden, dass die Sorge deine Königin sei. Sofort jetzt, meine Minister warten. Auf heute Abend. Schnell noch einen. Wie abscheulich diese portugiesische Mode ist. Sie verhüllt mir dein liebes Gesicht. Thank you.
Eine Dame? Meine Frau etwa? Ach, Tore, ich bin Donatum, ja, ich habe viel magerer. Ein Tête-à-Tête. Pardon, ich begreife. Signora? Reisende Figur. Täuscht mich die Kurzsichtigkeit der Burgos nicht? Etwas unterspickt? Ganz mein Geschmack. Und was führt Sie zu mir, Don Domingos? Eine Laune, Ihrer Majestät. Eine Weiberkapriz, deren unsere erhabene Monarchie ja sehr viele hat. Finden Sie? Ja, sehr viele. Oh, helles Kleid unterspickt. Ganz mein Geschmack. Nun, Herr Oberstdorfmeister, Ihre Majestät hat heute von seiner Exzellenz Don José Bonifacis de Andrade y Silva die schriftliche Bitte erhalten, seinem Neffen Don Mauricio Augusto de Quiroga einen Erzaugenix der schlimmsten Sorte, welches sich seit kurzem hier aufhält, in ein Jesuitenkloster zu sperren. Nun, und? Ja, da die hohe Frau nun immer das Gegenteil macht von dem, was eigentlich vernünftig wäre. Ach! Signora, teile meine Anschauung, ich gratuliere dir dazu. Oh, irre ich nicht, auch in Grünchen in Himmel. Reizend, ganz mein Geschmack. Zur Sache, Ihre Majestät befiehlt, dass Eure Exzellenz den Burschen recherchieren und ihn dann in die Königliche Marineschule als Korrektionsanstalt stecken. Heller Wahnsinn! Oh. Ah. Ihre Zustimmung ehrlich, Senioren. Füßchen, nicht größer als Biskuits. Sie beneidenswerter Sie. Melden Sie unserer harten Herrscherin, dass ich mich beeilen werde, Ihre Wünsche zu entsprechen. Ich erwarte meinen König. Wie höre ich der Schlingel, ein Frauenjäger aus dem FF? Nun, an unserem Hofe wird es leicht haben. Unsere Damen lassen sich gerne jagen und auch fangen. Oh, pardon, Signora. Wie? Die reizende Unbekannte ist verschwunden. Wie Sie sehen, Don Domingos. Schade. Obeusch, diese plötzliche Flucht. Sollte es etwa doch meine Frau gewesen sein? Sonst haben Sie mir nichts zu sagen, Herr Oberstdorfmeister. Nichts. Es wäre dann. Die Rechte hat der schöne Erde. Dann will ich mich beeilen, dem Befehl Ihrer Majestät nachzukommen. Oh, nee, ist der Glücksprinz. Aber warte nur, die Stunde danach wird kommen. Das schwöre ich bei Favor schon seit Annunziate. Nach welcher Seite mag das weibliche Rätsel verschwunden sein? Es ging keine Tür. Ich hab's. Durch den Vorhang nach der Galerie hinaus, ihr nach. Ich muss erfahren, wer es ist. Und war es Donna Antonia, dann wehe ihr. Thank you.
dass meine Frau in 10 Minuten derart geschrumpft ist. Nein, sie ist es nicht. Signora, fürchten Sie nicht. Ich kann schweigen. Was hat der alte Herr gemacht? Auf ein anderes Kleid. Freilich, aus- und anziehen, das versteht Donna Antonia auch. Signora, Don Lamberto wird sobald nicht wieder erscheinen. Ah. Ah, 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 immer nur ah. Er weint im Arm der Liebe. Oh. Scheint zu rügen. Dann ist es gewiss nicht meine Frau. Eine seiner zahllosen Mätressen hält ihn umstritten. Oh. Sie weint, dürfte also eine jüngere Hofdame sein. Also herab mit dieser abscheulichen Lache und trocknen Sie Ihre Tränen, liebes Kind. Trocknen. Die Pfoten weg, alter Pavian. Pfoten? Pavian? Also, solche Kunstausdrücke hört man in unserem Hofe nie. Und war ein weißes Person aus dem Volke. Also keine Umstände, herab mit der Lache. Verschämter alter Orangutan, hüte dich vor mir. Oh, vielleicht ist es doch meine Frau. Lombera, es. Nicht allein. Wie? Eure Exzellenz noch hier? Ja, ich unterhielt mich mit dieser ziemlich lebhaften Dame. Offenbar eine Wäscherin oder was ähnliches. Aber ich will nicht länger stören. Es gibt ja Momente im Leben, wo man wünscht, allein zu sein, zu zweit. Zudem ruft mich die Obersthofmeisterin. Ich will sie nicht zurückhalten. Signora, Eure Exzellenz. Der Sache ist nur, dass ich jetzt nicht weiß, habe ich die Ohrfeige von den ersten oder von einer anderen erhalten. Ach, Laubea, endlich habe ich dich wieder. Komm an, mein Herr. Um Himmels Willen, wenn man uns sähe, bedenken Sie. Sie, ja, die Lissabon werden verboten, sich zu duzen. Oder bist du so stolz geworden, weil du öfter gestanden bist? Nein, nein, das nicht, Frau Schell. Na, Gott sei Dank. Komm, dass ich dir erzähle, wie ich von Paris nach Portugal kam. Also, mein süßes Kaninchen, höre. Wir sind ja bei Hofe. Na, also, vor 14 Tagen sang ich im Palais Royal in meiner Rolle als Strafjunge. Du weißt, mit Strafjunge bin ich groß. Ein Komplett auf die Flatterhaftigkeit der verheirateten Frau. Rasender Applaus von Seiten der anwesenden Ehemänner. Fischen und Grunzen von Seiten der Frauen und ihrer Liebhaber, welche natürlich die Mehrheit bildeten. Ich trockne ihnen und repetiere mein Komplett. Als ich nun in der Refrain sang, Madame trompe son mari avec ses meilleurs amis. Da erfuhr sich eine Tapetenbäckerin, die mit ihrem Mann und zwei ihrer Liebhaber eine Parterre-Loge ausfüllte und warf eine Pomeranze nach mir. 100 andere folgten ihrem Beispiel. Pomeranzen, Mandarinen, Birnen, Äpfel sausen mir um die Ohren, treffen mich, zerpflanzen, beschmutzen mich. 24 Stunden lang roch ich nach Pomeranzenmarmelade. Warum legst du dich fort? Ich? Na, da kennst du mich schlecht. Ich blieb ruhig stehen, verzog keine Miene. Und als der Schlumpf sich gelegt, sprach ich im Tone meiner Rolle als Strafjunge. Du weißt, ein Strafjunge bin ich groß. Meine Damen, ich habe sie mal vorher ja nicht alle gehört. Es gibt nur eine unter ihnen, die ihren Mann betrügt. Auf diese aber werde ich nun meinerseits verzichten. Und ich hob eine schwere Orange auf. Siehte? Hör mal um! Als ich wachsen wollte, bückten sich fast alle Damen im ganzen Haus. Himmel rief ich, sie haben alle ein schlechtes Gewissen. Da reichen meine Pomeranzen nicht ab. Das verstand. Es ging auf ein Höllenspektakel und nur unter dem Schutze der Offiziere des Regiments Picardie, und ich zuliebe allen anderen Vorzug, gelang es mir lebendig aus dem Kerker zu kommen. Andern Tag nahm ich einen Vorschuss. Du weißt, den Vorschuss nehmen sie nicht groß. Fuhr nach Bordeaux, schickte mich in Marseille. Et voilà, da bin ich, um mein liebes, süßes Kaninchen nie mehr zu verlassen. Sag mir, liebste Franchette, musst du mich absolut duzen? Freilich. Ich kann doch nicht Sie, liebes Kaninchen, zu dir sagen. Hältst du überhaupt Sinn darauf, mich Kaninchen zu nennen? Ja, wie soll ich dich denn sonst nennen? Du liebst mich nicht mehr. Mich? Als dein Mäuschen, dein Schlettchen, dein Träumchen. Die Liebesszenen von Paris bis nach Portugal nachflog, hast du vergessen können? Ich bin.
Ein Lob, ein Lob, ein Lob, ein Lob, ein Lob.
Komischer Kampf.
herzlich in dich verliebt. Ist noch Lady? Nein. Du sollst bleiben. Nein. Signora, gestatten Sie mir hiermit den Grundstein für unsere Freundschaft zu legen. Ein Edelstein von solcher Größe. Als Geschenk. Welche Sie mir durch seine Annahme machen. Wenn ich nichts dagegen geben muss. Angenommen. Charmant! Sie erlauben, Dame, dass ich Ihnen den ersten Kuss auf die Hand drücke. Nicht vergnügen. Mungo! Wie? Sie wollen doch nicht der Mungo! Alle, die da berühren, die Wach schlagen, die besorgen sich ein Kind aus! Senor, verfügen Sie über mich, meine Milliarden, mein alles nun. Ich bin der generöseste von fünf Brüdern. Nun, mein guter Februario. Januario. Januario? Fragen Sie im Dezember wieder an. Im Dezember? Unmöglich! Im Oktober muss ich nach Brasilien zurück. Und ich will mit meinem Laubeer hier wieder den Mai und süße Liebe verbringen. Moin, Unglücklicher! Wie werde ich Sie wieder los? Himmel, Maria! Donna Antonia, endlich! Treten Sie ein! Thank you.
Come on.
Ende der Welt. Adieu, Don Lamberto, adieu.
Ich atme auf. Alles geht gut. Diesen Menschen bin ich 3 Monate lang treu geblieben. Nun schnell hierher. Wollen wir dein Rodriguez Raschasch? Halt und wache! Niemand darf herein! Zu genau, genau. Steckt ein Frauenzimmer dahinter? Höre ich einen Wagen fahren? Oh ja! Zum Jan Mario bei einem dritten Tempo! Schrumm! Das bringt ihm auf, Picardie! Hopp! Heiliger Gott, du hier? Wie du siehst, Exzellenz! Da bin ich verloren! Unselige! Welche Aufmerksamkeit? Wie vorfallen die Kamin? Nur besseren Mann kennst du, lieber Freund. Wie heißt er? Auch für mich, so ist recht. Höre ich Schritte vom geheimen Gang? Wie der Weisheit will ich schicken. Alicante, aber um Himmels Willen, geh! Zu Tische, Exzellenz, setze dich. Unerwartet wir noch bin. Nun denn, ja. Eine Dame? Ja. So besser. Wir werden zu Christus köstlich unterhalten. Ich werde dir Anekdoten erzählen. Es war einmal ein Himmel. Ich höre dich schweigen. Kein Wort von der Vergangenheit. Du hast sie vergessen, diese selige Vergangenheit. Während die meine Herzen die Flamme wieder hell auflodert, empfängst du mich hier als hochnäsiger Parvenu und versuchst dich von meiner Gegenwart zu befreien. Ich hieß einer großen Dame, die deine Maitresse ist. Nein! Mit Hilfe deiner Maitresse und deines hohlköpfigen Brasilianers, dem dümmsten von uns Brüdern. Pfui, perfider, undankbarer Mensch. Ich beschwöre dich. Oh, mir bin ich zu beklagen. Aber nein, ich bleibe. Es geht nicht. Warum nicht? Es handelt sich um deine, um meine Freiheit. Die Leistung unser Leben. Mein Leben? Oh, keine Dummheit. Glaubst du nicht, dass diese Marquise... Marquise? Aber auf diese handelt sich ja nicht. Also meine andere? Höhere? Ja. Und wenn sie dich bei mir findet, bist du für den Rest deiner Tage in San Bento eingesperrt. San Bento, was ist das? Die Bastille von Lissabon. Die Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wer ist diese Dame? Himmel, Schritte! Sie ist die Königin, meine Frau! Die Königin, deine Frau? Dann möchte ich auf Gott, da gibt es nicht zu spaßen. Die Königin? Warum hast du mir nicht gleich gesagt, dass du König von Portugal bist, Kaninchen? Wo verberg ich mich? Bitte versteck mich! Hier! Endlich der Regierungsordnung geht! Hier bin ich! Mach mal hier den Tisch. Ich habe nur abgeschlossen. Welche erregten Tone du das hast? Was ich glaube? Nichts, ich schwöre dir. Du bist blass. Deine Zweifel erregen mich. Zerrötest du? Bitte mir zu ihrem Zimmer. Niemand. Öffne die Türe. Wenn schnell, ich habe erfahren, dass sie... Ich, die Königin. Wenn Eure Majestät befehlen, aber ich hoffe, ich gehorche. Ich bin verloren. Sie machen keinen zweiten Ausgang. Nein, öffne dich, glaube er. Ich glaube nicht. Vergib mir. Törichter Eifersucht. Maria, dank für dies edle Zutrauen. Mit meinem Leben in Yeah.
Thank you.
Ich bin immer Mann. Ja, das kann ich.
Krieg, Maurizio. Niederlandsmann wird dir gut tun. Ein Pariser? Hast du je vom Pariser rumgehört? Jamaika ist Trink. Nein, nein, nein. Du musst Trink. So, ja. Ach, das helle Feuer. Nur noch ein paar Zügen, Marinia. Die richten dich wieder ganz auf. Nein, nein, ich kann nicht. Ich will nicht rauchen. Du musst rauchen. Lass ihn nicht trinken. Du musst rauchen. Du musst trinken. Du musst rauchen. Du musst trinken. Du musst trinken. Du musst rauchen. Heute die Flaggenbeine des Schulschiffs höchst eigenhändig vornehmen und uns deshalb gnädig mit einer Visite beehren. Schon wieder? Diese ewige Visite? Hat doch mal der unsere Unterschrift. Was schon in 8 Tagen? Leute, wollt ihr auf euren Platz? Santo Dios, hört ihr nicht? Lacht der Burschen, Norberto. Burschen? Na schön, Kaninchen. Ich habe mit ihm zu reden. Die anderen geht. Der König ist zu ihr links und. Links um! Was? Na, geht das noch lange so fort, Haus? Seekrank, rauchen, saufen müssen. Und doch mal wie zur hin, doch mal wie zur her. Für den Spaß, meine ich, wäre jetzt genug. Spaß? Du vergisst allen Ernstes, dass du jetzt ein Mann bist. Rede keinen Unsinn, Kaninchen. Niemand weiß besser als du, dass ich kein Mann bin. Bin ich bezweifelt, dass du einen Seekadetten über heiraten versprochen hättest. Wie? Ja, vor Jahren am Ostersonntag. Abends. 11 Uhr. Hast es wieder vergessen. Aber einerlei. Ich bin kein Mann! Komm jetzt bei! Du verdirbst uns beide, endlich entdeckt die Königin unseren Betrug. Lass ich dir nicht alle Rücksichten angedeihen. Du wohnst allein. Du hast deine verschwiegene Kammerfrau. Das war das Wichtigste von allem. Sie kommt jeden Tag heimlich zu mir. Frisiert mich, gibt mir Toilette machen. Weißt du, was die anderen sagen? Nun? Dass ich mit dir eine Liebschaft habe. Kaninchen, lache nicht, oder ich? Aber bestes Kind, Männer wollen mit Perfektion zu spielen, bereitet ihr sonst keine Schwierigkeiten. Ja, 3 Stunden lang. Um nach dem Theater wieder zu sein, wozu mich meine natürlichen Annahmen berechtigen. Du weißt, dass ich dich der Königin als Don Maurizio vorstellte. Na und? Nun, dieser junge Mensch ist inzwischen angekommen. Ich habe ihn bisher vom Hof ferngehalten, aber er revoltiert mir fast ganz Lissabon mit seinen liederlichen Streichen. Er macht Schulden, verführt Frauen und Mädchen, prügelt die Ehemänner, hat Duelle und Raufereien. Kurz, er ist Tag und Nacht bestrebt, dir einen schlechten Ruf zu machen. Wir? Natürlich dir. Das geht alles auf deine Rechnung. Denn du bist ja er. Ich bin er? Oh, ich werde noch verrückt! Ich habe bereits alles eingeleitet, um des Burschen habhaft zu werden, um ihn wohlbewacht nach Brasilien zurückzuschicken. Am Tage seiner Abfahrt bist du frei. Trachte, dass das bald geschieht, denn ich sehne mich hinaus aus dieser Zwangsjacke. Ich wünsche wieder so zu grüßen und nicht so. Ich wünsche, dekoltiert zu sein. Und wenn ich gehe, möchte ich hinten wieder was nachschleppen können. Mit einem Wort, ich möchte hinaus auf der Flotte und ihre Uniform. Thank you.
hier zu entfernen. Zudem martert mich der unselige Brasilianer aufs Blut. Er liebt dich zum Rasenwerfen. Der gute Februario. Januario. Wer weiß, ob du mir da nicht eine prächtige Partie verdirbst. Wie? Du würdest ihn heiraten? Warum nicht? Er ist angesehen, reich, das Ideal eines Ehemannes. Und dann mache ich ja, jetzt bald. Vielleicht kommt er. Zu Befehl, O Kapitän. Weiter, weiter. Mach das sofort. Thank you.
Barock sind nicht gewohnt. Ohne detaillierte Angabe des Motivs und vom Erstbesten so mir nichts, dir nichts bedauern zu lassen. Und gratulieren auch nicht. Sie, mein Herr, Sie sind gar nicht da. Sie sind davongelaufen. Ich bedauere Sie. Diese Geheimniskrämerei macht meine Intelligenz alarm. Die ganze Luft ist von Fragezeichen geschwängert. Aus jeder Ecke gähnt mir ein Wer, wie, was, wo, warum, wo. Pardon. Jeder Tod scheint mir bei Wohn, jetzt verschiedenes Vorgehen. Lass ihn gehässig mir entziehen, was ich gar nicht kann verstehen. Alles lacht in meiner Rede, aber ich mein's nie um Weg. Einmal wird mir gratulieren und dann wieder kontrollieren. Dabei erfahr ich nie, warum, schießt du dumm. Wenn man gar nicht, dann erfahr du, siehst du mal um, siehst du mal um. Meine Frau wird mir entführt, ich mein Freund und nicht mal um. Dann ihr fragt, wo man zu mir, ich mein's wieder nicht mal um. Ich bin der tapferste von fünf Brüdern.
Ziehen Sie! Fällt mir gar nicht ein! Oh, ist das gar nicht ein! Wir amputieren ihm die Hand.
Sie mir sein sehen. Männer von Ehre. Junger Mann, Sie sind einer der tapfersten Degen Europas. Ihr Urteil ehrt mich, Senor. Nicht wahr, die Sitte, die ich in der Stadt gefunden habe. Gestorben. In der Stadt gestorben, wie ich sagen. Ich verrotter. Großartig. Was nun Sie betrifft, Senor, so bin ich bereit. Ziehen Sie bitte. Ich ziehe vor, Senior, unter solchen Umständen nicht zu ziehen, sondern Ihre diesbezüglichen vorherigen Entschuldigungen vorzuziehen. Skandal! So, und nun denn, so bedauere ich. Was? Bedauern Sie? Was bedauern Sie? Dass ich diesen Brasilianer nicht vor die Klinge bekam. Ich war nun einmal im Abschlachten drin und meine Leiche wäre mir ein Spaß gewesen. Die Königin! Was geht hier vor? Man meldet mir, dass ein Zweikampf stattfand. Da ich ihn billigte, Eure Majestät, treffe der höchste Zorn nicht allein. Worum handelt es sich? Nochmal mehr zu schmetten bei den Geliebten des jungen Kapitäns. Ich? Deine Beine? Was? Wie? Ein so junger Mann hatte schon zwei Liebschaften nacheinander? Nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Das ist stark. Donna Antonia, entfernen Sie sich von diesem jungen Füßling. Vergeben, Eure Majestät, den Wein zu belassen. Vergeben, Majestät! Nun denn, an diesem Tage der Freude will ich Gnade vorrecht walten lassen. Ich liebe die Tapferkeit. Liebe sie doppelt bei einem noch jugendlichen Ritter der Damen. Majestät! Schauen Sie, sollten Sie mich. Ach, hier ist nicht bei Ordnung, ja, gerade bei dem Kampf zu beteiligen. Allerdings, aber ich bin ja der Versöhnlichste von fünf Brüdern. Eure Majestät hat mir durch Herrn Obersthofmeister den Befehl zuergehen lassen, mit mir die noch offene Partie Schach zu Ende spielen zu wollen. In der Tat, Herr Admiral, du hast ja nicht schon Schach der Königin gesagt, Lambert. Das Schachspiel der Königin. Das Schachspiel der Königin. Thank you.
ich Sie antreffe, Herr Admiral. Ich habe ernste Klage gegen einen Offiziere zu führen. Wie? Schon wieder? Jawohl, gegen den neugebackenen Kapitän Stallmeister Don Maurizio. Seit ich die Hofmeisterei betreibe, ist mir kein solcher Honiggut untergekommen. Es ist ganz ungeheuerlich, was dieser junge Mensch treibt. Er verpestet die Atmosphäre an unserem tugendhaften Hof. Interessieren würde mich ja nur, woher die Zeit nimmt und wie es ihm möglich ist, zu gleicher Zeit eine junge Frau und drei hübsche Mädchen zu betören. Arme Frosche, hier ein Dutzend klare Schriften gegen ihn. Ja. Verführte Mädchen, geprügelte Nachtwächter, betrogene Gatten, harte betrogene Gatten. Sie greifen, Euer Exzellenz, Weiterkeit nicht. Für mich hat ein betrogener Ehemann durchaus nichts Lächerliches. Pardon, ich bedauere. Bedauern? Was bedauern Sie, mich fragen darf? Ich bedauere, gelacht zu haben. Ach so. Was diesen jungen Don Maurizio anbelangt, so werde ich ihn zur Rede stellen. Wo ist der Schmied? Der neue Günstling. Oh, pardon. Nun, der neue Günstling. Er merkt nichts. Wie kurzsichtig. Und wo ist er? Dort, wohin jeder Günstling kommt. Auf hohem Rosse. Er macht seinen ersten Spaziergang mit Ihrer Majestät der Königin. Diesem Hof beherrscht ja momentan verkehrte Welt. Seeleute werden Stallmeister, Reiteroffiziere, Admiral, Oberdorf, genau. Was? Berührt zu haben, dass manchmal der beste Reiter aus dem Sattel geworfen werden kann. Oh, was ist das? Was ist los? Ach, Admiral, das ist die Königin. Im Himmel, was ist geschehen? Wie sprechen Sie, Madame? Beim Spazieren. Das Pferd gestolpert. Oh, Maria! Verraten, hey, was sagten Sie, Madame? Was flüsterte Donna Antonia Ihnen zu? Nichts, nichts. Oh,
Ich heiße Frau Schettmischel, bin ein Mädchen und will die Säule werden! Oh, jetzt
bin ich der glücklichste von fünf Brüdern. Admiral? Das heißt, Großadmiral, euren Segen. Nein, nein, nimmermehr. Gell, was Sie können umstellen. Ich kaufe Ihnen die Offizier ab, mitsamt der Uniform. Was kostet er? Ich bin also wirklich verderbt, Frosche. Nein, Lauf, ich habe eine Idee, welche ich und mich retten will. Aber wenn Sie Moment, Sie duzen meine Frau, ich kaufe Ihnen auch das Du ab. Denkt die Königin unter dem Betrug, bin ich verloren. So, die Postkarte steht bereit. Gehen Sie nur alle drei. Ich zahle alles. Notwendig, wenn ihr mir kommt. Tu, wer du bist, dass du nicht siehst, was vorgeht. Deine Frau liebt einen anderen. Verschenkt? Wie? Verschenkt Ihre Frau? Was kostet sie? Ich zahle alles. Sie liebt mich? Ach, was? Hä? Königin, Lambert heißt die Gattin. Oh, ich verstehe. Euer Majestät, ich verstehe überhaupt nicht. Blick für alles, was vorgeht, hat sie doch selber nicht aus der Tüte gerettet. Natürlich, so war es nicht. Gott bewahre, Februario kam gerade dazu und hat uns beide zum Wagen gebracht. Was sollt ihr noch tun? Ab nach Brasilien, ich zahle alles. Meine Idee getroffen. So hör doch. Ich bin verloren. Ich zahle alles. Hört doch endlich auf zu jammern! Könnt ihr mir immer wieder ein Bett nehmen? Thank you.
Thank you.
Ich bin ein Sitz, Mungo. Ich heirate Sie. Heiratet ihn? Warum nicht? Oh, mir nicht recht. Mir auch. Mir auch.